Soll ich kurz Pause machen? Das ist kurz überlegen, ja. Auch das ging wieder schneller als gedacht. Also wenn ich dann sage, der Logarithmus von x durch y, dann ist das analog wie hier oben gleich dem. Und wie muss ich es schreiben? Diktiere nochmal. Logarithmus. Ja. Die Welt würde dankbar sein. Darf ich die Aufnahme drauf lassen? Wunderbar. Ganz genau. Das ist nichts weiter als das Abziehen der Logarithmen. Wenn wir uns das nehmen und jetzt noch die letzte Erkenntnis, jetzt kommt eigentlich das Beste, denn das Beste dafür, dass man später mit dem Taschenrechner ganz einfach rechnen kann, wenn ich davon ausgehe, dass a hoch m in Klammern hoch n gleich a hoch m mal n ist, dann müsste was passieren? Was müsste dann passieren? Dann müsste rein theoretisch der Logarithmus zur Basis a von x mal den Logarithmus zur Basis a von y, diesem Logarithmus von x in Klammern hoch y entsprechen. Ah, komm mal, nochmal hier. Ja. Was passiert damit? Das wird mit x multipliziert. Das wird hier dann. Nee, gut. Moment. Ich schneide das mal raus. Kleinen Moment. So. Ich mache es doch nochmal anders. Ein kleines bisschen anders. Dann wird das wahrscheinlich leichter zu sehen. Ich mache aus diesem Umstand mach ich wieder x ist a hoch m. Und daraus folgt dann, ist klar, der Logarithmus zur Basis a von x ist also m. Und wenn ich jetzt sage, x hoch n ist gleich a hoch m, in Klammern hoch n, dann kann ich ja auch sagen, das ist a hoch m mal n. Ne? Also, anderer Ausdruck. Hierfür, so wie hier oben, das A ist A hoch M mal N. Wenn ich das jetzt wieder umschreibe, dann sage ich, das ist der Logarithmus zur Basis A von X hoch N. Bis dahin, klar? X hoch N ist A hoch M mal N. Und der Logarithmus zur Basis a von x hoch n ist nichts anderes als m mal n. Das kann ich so hinschreiben. Das ist nur eine andere Schreibweise. Ich kann auch sagen, es ist n mal m, das ist egal. Ne? 3 mal 4 ist 12, 4 mal 3 ist 12, also das ist jetzt egal. Wenn ich jetzt aber noch sage, dass m gleich dem Logarithmus zur Basis a von x ist, jetzt mal umgedreht, hingeschrieben, nochmal die ganzen hier oben, das nochmal umgedreht hingeschrieben. Dann folgt daraus, aus diesem Umstand, dass der Logarithmus zur Basis a von x hoch n nichts weiter ist als n mal der Logarithmus zur Basis a von x. Das ist eigentlich die verrückteste Erkenntnis der ganzen Geschichte. Ich mache das mal mit Rot. Dieser Exponent hier wandert praktisch von hier nach vorne. Den kann ich da getrost hinschreiben. Ob das mathematisch funktioniert, werden wir gleich untersuchen. Ich mache mal das Rote nochmal weg. Na? So. Das heißt also, ich habe das dritte und das eigentlich schickste Logarithmengesetz, indem ich sage, und das lässt sich am einfachsten merken, der Exponent, wenn ich ihn einmal hingeschrieben habe, wandert grundsätzlich nach vorne, wenn ich das möchte. Ich kann das also grundsätzlich umschreiben. Probieren wir das mal aus. Mal sehen, ob das geht. Rein rechnerisch. Wir schreiben mal der Logarithmus zur Basis 2 von Wurzel aus 5. Dann kann ich Folgendes schreiben. Das ist doch auch dem Logarithmus zur Basis 2. Ich möchte jetzt gar nicht die 2 hoch irgendwas haben. Von 5 hoch 1/2, ne? Die Wurzel wird hoch 1/2. Und jetzt kann ich das anders aber hinschreiben. Das kann ich hinschreiben als
Jetzt wandert der Exponent nach vorne. 1/2 mal dem Logarithmus zur Basis 2 von 5. Das ist nur eine Schreibart. Ein besseres Beispiel. Logarithmus zur Basis a von der dritten Wurzel aus a hoch 4. Hört sich wieder viel gefährlicher an, als es ist. Schreiben wir es erstmal anders hier, diesen Ausdruck. So kann ich nichts nach vorne schreiben. So ist das nicht möglich. Hier geht es nur pur um Umschreiben. Dann ist das der Logarithmus zur Basis a von a hoch. Was muss ich jetzt schreiben? Das ist die dritte Wurzel, das ist hoch 4, also 4 Drittel. Ne? Noch logisch? Und jetzt darf ich das vorschreiben. Das heißt also, ich schreibe hin 4 Drittel, hier den Exponenten nach vorne. Das ist gleich dem 4 Drittelfachen von dem Logarithmus zur Basis a von a. Aber jetzt wird es ein bisschen verrückt. Wo ist ein Exponent hin? Futsch. Was heißt denn das letzten Endes? Was steht denn hier eigentlich? Eine Stille? 1, eben. Der Logarithmus, ich schreibe das mal extra, zur Basis a von a ist 1. Das ist logisch, ne? Denn hier steht eine Stille 1. Hat sich jetzt wirklich was geändert? Gucken wir mal. Der Logarithmus, jetzt haben wir die gleiche Basis. Der Logarithmus zur Basis a von a ist 4 Drittel. Wir hatten es aber vorhin, jetzt kann ich da nicht, ja schade, dass ich es doch weggewischt habe, jetzt kann ich da nicht rangehen, aber man kann, wenn die Basen direkt gleich, diese Basis und diese Basis gleich dastehen, kann man den Logarithmus hier direkt ablesen. Der ist also, hier muss, bei dieser Aufgabe hier, muss rauskommen 4 Drittel. Das ist das Ergebnis. Und wenn ich mir das betrachte, dann sage ich natürlich, das stimmt ja. Das ist ja richtig. Logarithmus zur Basis a von a hoch 1 ist 1. Und 1 mal 4 Drittel ist 4 Drittel. Also es funktioniert. Die Idee, diese hier, das ist die schickste Idee von allen. Die funktioniert wirklich. Und wozu man die gebrauchen kann, naja, so sind Gesetze. Wozu man die gebrauchen kann, hatte ich vorhin schon angedeutet. Mal sehen, ob wir das noch finden, ganz schnell. Nee, finden wir nicht, ist aber nicht schlimm. Ich erinnere nochmal, ich hatte doch gesagt, x Quadrat ist 25 und wenn ich auf beiden Seiten eine Wurzel ziehe, schreibe ich also praktisch hier, schreibe ich eine Wurzel dahinter und dann wird beides unter die Wurzel geschrieben und fertig. Wir logarithmieren mal einfach so. Logarithmus zur Basis 10. Nehmen wir uns vor. Dann schreibe ich einfach, das ist der Logarithmus zur Basis 10 von x hoch 2. Ich weiß x immer noch nicht. Ne? Ich habe bloß jetzt, und jetzt muss ich natürlich korrekterweise immer auf beiden Seiten das gleiche machen, der Logarithmus zur Basis 10 von 25. Wie kommen wir jetzt weiter? Jetzt kommt die Umschreibetechnik. Jetzt kommt das Schicke hier. Das dritte Logarithmen. Oh. Das dritte Logarithmengesetz. Jetzt kommt das. Ich nehme einfach die 2, diese hier, die schreibe ich einfach nach vorne. Die schicke ich nach vorne hin. Und dann kann ich was machen. Ich mache mal hier weiter. An der Stelle geht es weiter. Und zwar ergibt das Folgendes. Das heißt nichts anderes als 2 mal Logarithmus zur Basis 10 von x hoch 1. Müsste man schreiben, aber das lassen wir jetzt mal. Ist gleich und rechts lassen wir so stehen, wie es da steht. Wie kriege ich jetzt irgendwie die Ausdrücke weg? Ganz einfach. Ich teile durch diesen Betrag. Einfach, machen wir mal. Ich teile dadurch, also durch den Logarithmus zur Basis 10 von x. Dann steht 2 ist gleich Logarithmus zur Basis 10 von 25 durch den Logarithmus zur Basis 10 von x. Das ist nur eine pure Umschreibeübung. Nichts Besonderes. Oder? Kann eigentlich nichts passieren. Diese Umschreibeübung, die hat hier noch gar keinen Nutzen. Aber ich habe nichts weiter gemacht, als einfach hingeschrieben. Auch wenn es mir nichts nützt, in diesem Fall. Ich zeige euch aber gleich, wie es etwas nützt. Und zwar müssen wir noch ein kleines Stückchen in die Geschichte gehen. Als die Logarithmen erfunden wurden, also das Logarithmieren, als das erfunden wurde, sagte man damals, ja, alles eine gute, schöne Sache.
Wir müssen uns aber Logarithmentafeln erfinden, weil damals gab es ja noch keinen Taschenrechner. Wir müssen das alles irgendwie festhalten. Denn die Logarithmen jedes Mal zu Fuß errechnen, ist furchtbar schwer und es kommen nicht immer solche glatten Zahlen raus. Also haben die sich gesagt, okay, dann schreiben wir eben lauter fertige Logarithmenwerte schon mal hin. Aber ach du liebe Zeit, welche Basis nehmen wir? Wenn ich den Logarithmus zur Basis 2 nehme, kann ich schon mal eine ganze Tafel voller Logarithmuswerte aufschreiben, kann ich mich freuen. Und wenn ich aber den, ach du liebe Zeit, wenn es nur 2,01 heißt, die Basis, dann stimmen ja meine Logarithmen gar nicht mehr. Und da hat man sich auf Folgendes geeinigt: Man hat die Basis 10 als die allumfassende Basis und die Basis e, also die Eulersche Zahl, entwickelt. Und demzufolge, ich hatte es hoffentlich schon mal kurz erwähnt, aber demzufolge müssen wir uns eine Schreibweise überlegen nochmal, also nochmal zur Notation, schnell die Erinnerung. Notation heißt, auf dem Taschenrechner, wenn da steht LOG als Taste, dann heißt das automatisch, das entspricht dem Logarithmus zur Basis 10. Wenn auf dem Taschenrechner LN steht, dann entspricht das dem Logarithmus zur Basis E. Auf E kommen wir später nochmal zu sprechen, das mag jetzt nicht ganz so wichtig sein. So, und wenn ich das so stehen habe und das so weiß, dann weiß ich auch, weshalb der Taschenrechner mir alle möglichen verrücktesten Logarithmenwerte darstellen kann, aber nur für die Basis 10. Nebenbei noch was zur Notation. Der Logarithmus zur Basis 10 wird gerne in der Mathematik, also in Mathe, so geschrieben als LG. Und hier dieser in Mathe wird geschrieben als LN. Ne? Das nochmal zur Erinnerung. Und jetzt kommt der Riesenvorteil. Wenn ich schreibe, 2 hoch 3 ist 8, bleiben wir bei unserem beliebten Beispiel. Und ich schreibe das um als Logarithmus zur Basis 2 von 8 ist 3. Das ist nur eine umgeschriebene Geschichte. Dann probieren wir mal, irgendwie den Logarithmus zu ermitteln, mit Hilfe dieser Erkenntnis. Machen wir es mal anders. Und zwar, nehmen wir mal an, es steht da 2 hoch x ist gleich 16. Und ich weiß nicht, dass x 4 sein soll. Jetzt kommt die Anwendung. Achtung, jetzt logarithmiere ich auf beiden Seiten. Und jetzt schreibe ich LG, denn ich nehme einfach die Basis 10. Da kann ich mir viel Schreiberei ersparen. Ich logarithmiere, indem ich einfach davor schreibe, dieses LG. Mehr nicht. Achtung, jetzt geht es wieder auf der Seite weiter, denn ich werde jetzt Folgendes machen: Ich werde das x nach vorne bringen. Und hier hat uns das nicht viel genützt. Hier haben wir geahnt, worum es läuft. Hier war das nur eine Demonstration, was man alles schreiben darf. Aber jetzt wird mal richtig geschrieben und zwar nutzvoll. Jetzt heißt das, na gut, dann wandert also das x nach vorne. Das ist x mal der Zehnerlogarithmus von 2 ist gleich ein Zehnerlogarithmus von 16. Und jetzt darf ich ganz einfach durch diesen Ausdruck, wie ich es hier oben gemacht habe, hier, durch diesen Ausdruck darf ich einfach dividieren. Das darf man. Ist nichts. Denn das. Diese Seite, dieser Term besteht aus einem Produkt, nämlich einer unbekannten Zahl x und dem Zehnerlogarithmus von 2. Also ich dividiere durch LG2. Jetzt mal sehen, was passiert. Dann steht x alleine und LG16 durch LGX steht jetzt einfach da. Durch LG2 steht jetzt einfach da. Wenn jemand das in den Taschenrechner eingibt, wird er natürlich nichts anderes rausbekommen als das richtige Ergebnis. Aber das ist, und das markiere ich mal, dieser Teil ist der gesamte Nutzen, der wichtigste Nutzen in meinen Augen der gesamten Logarithmengesetze. Das ist das Allerwichtigste. Denn ich bin jetzt in der Lage, auch krummste, verrückteste Zahlen einzugeben und kann immer, wenn ich mir diese Schreibweise vor Augen halte, immer ermitteln, wie werden die verrücktesten Logarithmen zu den verrücktesten Basen errechnet. Mal ein Beispiel für zu Hause zum Nachvollziehen und dann mit dem Taschenrechner eintippen. Ich muss also wirklich in den Taschenrechner eintippen. LG10 durch LG2. Muss ich richtig eintippen. Bei manchen Taschenrechnern kann es sein, dass ich noch eine Klammer verwenden muss. Glaube ich aber nicht. Müsste eigentlich so gehen. Und jetzt mal ein paar verrückte Beispiele. Ich bleibe nochmal bei 2 hoch 3 ist 8. Ja? Kleinen Moment.
2 hoch 3 ist 8, wissen wir, gut. Aber 2 hoch 3 ist 8 ist eine schicke Sache. Was ist denn bei folgendem Umstand? Großes Fragezeichen, wenn da steht, 2 hoch x ist 9. Jetzt wird es komplizierter. Jetzt können wir nichts anderes machen, als sagen, jetzt müssen wir das Gelbe anwenden. Und das lasse ich jetzt gleich hier mit stehen. Wer nebenbei das mit abschreiben möchte, macht das bitte. Und ich schreibe das mal schon vor. Ich helfe also. Achtung, 2 hoch x ist 9. 2 hoch 3 ist 8, wissen wir. Aber 2 hoch wie viel ist 9? Das ist eine verrückte Aufgabe, wo wir auf jeden Fall dieses Logarithmengesetz, diese Umschreibetechnik brauchen. Und zwar, ich logarithmiere. Ich nehme den 10er-Logarithmus. Wir werden es dann ausprobieren, das wird auch mit der anderen Basis gehen. Und sage ganz einfach, naja, dann schreibe ich eben LG von 2 hoch x ist gleich LG von 9. Wenn ich LG sage, ist der 10er-Logarithmus gemeint. Jetzt weiß ich, mein x darf nach vorne. Ich schreibe um. Ach, pardon. X mal LG 2 ist LG 9. Ich teile, das heißt also, ich teile durch LG 2 und habe damit x ist gleich LG 9 durch LG 2. Und das zeige ich jetzt nochmal ein kleines bisschen anders, wie man das noch schicker machen kann und zwar noch schneller. Aber vorher müssen wir uns an diese Umformerei noch gewöhnen. Also, hier oben ist der Weg und jetzt müssen wir natürlich noch x ausrechnen, x ist demzufolge, das heißt, ich habe hier zu früh unterstrichen, zu früh gefreut. Jetzt müssen wir natürlich noch diese Zahl ausrechnen und tippt das mal in den Taschenrechner ein, bin mal gespannt, wie viel. 3,16. Könnte hinkommen, ne? 2 hoch 3,16, das muss ein bisschen mehr als... Dieser Exponent muss ein bisschen mehr als 3 werden, weil wenn er nur 3 ist, ist er 8. Sag mal bitte 3,16 und wie geht's weiter? 9,02. Und? 0,01. Und der würde sogar noch weitergehen, denn das ist schon eine verrückte Geschichte. Wunderbar. Jetzt haben wir das also. Und jetzt könnt ihr euch praktisch die krummsten Aufgaben überlegen. Und die krummsten Aufgaben, da gebe ich mal ein paar an. Anregungen. Die Hauptanregung ist 2 hoch 3 ist 8. Wir schreiben uns also eine bekannte Geschichte auf und sagen dann, und dann ist 2 hoch x eben mal ein bisschen mehr und gucken mal, wie viel das wirklich ist. Und probieren genauso, ob auch das funktioniert. Wir können auch 2 hoch x ist 8 schreiben, wohlwissend, es muss ja 3 rauskommen. Ja, so kann man das erstmal ausprobieren. Also, Hausaufgabe sozusagen ist... Eine Variante. Bekannte Gleichungen so lösen. Und da haben wir ja nur genug Übungsbeispiel. Also bekannt ist zum Beispiel 2 hoch x ist 4. Ich weiß, es muss eine 2 rauskommen. Also 2 muss rauskommen. Oder ich nehme von bekannten Gleichungen abweichende Gleichungen. Beispiel 2 hoch, 2 hoch 4 ist gleich 16 und ich sage dann 2. Nehmt nicht nur die 2 als Basis, 2 hoch x ist dann gleich 20 oder 17 oder 15 oder. Und so kann ich mir ganz einfach diese Umschreibetechnik angewöhnen, also logarithmieren auf beiden Seiten, x nach vorne und so weiter und so fort. Und dann habe ich eine der wesentlichsten Waffen in der Hand, alle möglichen Logarithmen auszuprobieren. Und die dritte Geschichte, bis jetzt haben wir gesagt, das probieren wir alles mit LG, mit der Taste Log. Probiert es mit der Taste LN, mit dem natürlichen Logarithmus. Wie das alles zusammenhängt, werde ich dann später noch sagen. Erstmal
Bis hier noch Fragen zu der Aufgabe? Nö, müsste gehen. Ja, da bin ich fertig. Dann hören wir jetzt erstmal auf. Ich danke für die Aufmerksamkeit und heute Abend wird es wieder drinstehen.